Moin und herzlich willkommen zurück bei Lorelei, Rory und unserem Pupskanönchen. Lorelei ist heute Morgen angespannt aus folgendem Grund. Techniküberdruss wegen Lebensstil technikfeindlich. Lorelei hatte sich einst dem Lebensstil technikfeindlich verschrieben, aber irgendwie konnte sie ihre Vorsätze in letzter Zeit nicht umsetzen. Die Technik nimmt immer mehr Raum in ihrem Leben ein und das macht sie ein bisschen verrückt. Und deshalb ist sie jetzt noch eine ganze Zeit lang angespannt. Wir wissen nicht, wie lange. Im Moment lassen wir sie ja hier in der Natur ein wenig arbeiten. Und wir haben heute den Flohmarkt. Aber wir brauchen ja nichts, also müssen wir jetzt auch nicht unnötig Geld ausgeben. Wir haben gerade schon mal ein Bild über Plopsi verkaufen können. Jetzt werde ich nochmal hier die Rosen und das Löwenmäulchen verkaufen, damit wir endlich unsere über 75.000 Simoleons haben. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es ist dann, wir kommen immer dichter. Und gut, im Moment, jetzt kommt ja bald der Winter, da werden wir dann ja ein bisschen Pech haben. Rory schläft noch tief und fest. Die süßesten Träume ihres Lebens. Finde ich super, freut mich sehr. Jetzt ist sie wieder inspiriert. Und dann könntest du doch jetzt mal wieder ein großes realistisches Gemälde malen. Drei sind ja jetzt noch bei Plopsi drin. Boah, Lorelei! Es ist unglaublich mit dir. Du kleine super Pupskanone, ehrlich. Es wäre nicht mal, weil ich habe mir schon gesagt, so, wenn mal Lorelei irgendwann nicht mehr ist, brauche ich davon ja irgendwie noch ein Foto, ne? Aber diese Wolke raufzubekommen, ist alles andere als leicht. Ich kann sie ja jetzt schlecht von hier fotografieren, Leute. Kann man das ungefähr sehen? Ja, ich glaube. Das werde ich definitiv bei deiner Beerdigung spielen, Fräulein. Hast du das verstanden? Ne, genau, sage ich auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Oh, schon wieder aufstehen. Ich könnte noch länger schlafen, weil meine Motivation ganz oft im Bett liegt und mir eindeutig sagt, hier haben sie die goldene Popokarte gekriegt. Ich bleib liegen, geh du mal los. So, Rory ist endlich aufgestanden. Großartig. Wir hatten uns heute gestern Abend noch ein bisschen um deren Bedürfnisse gekümmert. Rory, du könntest doch schon mal ein wenig Salat vorbereiten. Und ich habe mir heute mal überlegt, so ab und an haben die Gilmore Girls das ja auch getan. Sie haben es ja immer mal wieder versucht. Und deswegen habe ich heute einen bestimmten Ausflugsort für die beiden im Sinn, was sie denn noch mal ein bisschen tun sollen. Doch, Lorelei, leg los hier. Rory hat die Feinschmeckerfähigkeit erworben. Du bist ja schon wieder angespannt. Das ist doch keine Technik. Ja, ist ja gut. Hast du sonst irgendwelche Probleme? Müssen wir sonst über irgendwas reden? Ja. Oh, ich sehe. Ja, ist ja gut. Ich habe dich doch gar nichts Technisches machen lassen. Weißt du das? Oder ziehst du jetzt weiterhin so eine Schmollschnute? Oder können wir jetzt weiter aufnehmen? Kannst du dich jetzt benehmen? Ja, ich würde auch weggehen, wenn ich mich mit mir unterhalten müsste. Ja, ist ja gut. Nun guck mich doch nicht so böse an. So, dann kannst du ja hier jetzt nochmal auf Klo gehen. Und dann kannst du ja hier mal fleißig zum Essen rufen. Dann könntet ihr ja endlich mal wieder zusammen was essen. Gönnt euch meine Schnuckels. Oh, Rory hat den Tisch gedeckt. Sagt mir jetzt nicht. Oha, Rory hat auf jeden Fall schon gegessen. Unfassbar. Bist du jetzt wieder besserer Laune, Lorelei? Ja, supi. Das finde ich gut. Super, jetzt habe ich uns ausgesperrt. Ich will doch davon noch ein Foto haben. Männchens, Kinders. Ja, oh, die ganzen schönen Fotos hier an der Wand. Oh, Lorelei und Lucky Boy. Oh. Na, ihr Feinschmecker? Sonst, Rory, alles gut? Ja, ja, ja. Dann geht's jetzt endlich los. Ja, moin, moin und herzlich willkommen zurück hier. Wir gehen heute mal mit den beiden Mädels ins Fitnessstudio, habe ich mir mal so gedacht. Genau, gehen wir mit der Gruppe zusammen mit geschwellter Brust laufen. Lorelei, du wirst dasselbe tun. Jetzt hoffe ich ja auch. Ich check das nicht. Wieso rennen die denn immer alle hier in dieses Fitnessstudio, um immer unten längs zu laufen? Hier ist doch eine Tür. Oh, ist ja kein Wunder, dass ihr immer da hinten längs müsst. Hier kannst du ja nur reingucken. Gott, wie mich das immer nervt. So, Lorelei ist anwesend. Jetzt werde ich mal hier die Dinger runter machen. Und dann gucken wir mal, wie unsere beiden Mädels sich anstellen. Also Rory schwitzt schon. Aber aus Solidarität machen wenigstens schon mal alle mit Sport. Das finde ich ja schon mal unglaublich. Gebt alles, Mädels. Zeigt, was ihr könnt. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Oha, Rory.
Müssen wir noch mal mehr üben. Ich meine, mal nötig habt ihr das ja beide eigentlich nicht. Hallo Lorelei. Gibt's da unten 5 Markstücke, oder? Und wie Dean sich darüber freut, dass die beiden Sport machen. Guckt euch das an. So, oh, endlich machen sie mal Sport. Wird ja auch mal Zeit. Bei den ganzen Süßigkeiten, die sich so in den Frauen hier sammeln. Oha, jetzt wollen sie es aber wissen. Ups, hurry. Das, und wie Dean sie auslächelt. Max lenkt jetzt erstmal von den beiden Mädels an. Damit das wohl nicht ganz so katastrophal wirkt. Aber es sieht ja wirklich gut aus, ne? Ich brauche davon auf jeden Fall. Holla, Rory! Erstmal hier von der Seite. Was machst du denn da, Rory? Und wie Dean sich hier erstmal schön was zu essen reinpfeift. Aber sonst hast du nichts Gutes gefrühstückt, oder? Mann. Sommer! Du noch ganz dicht? Fitnesstrainerin, was meckerst du hier denn so rum, Oberfellwebel? Schwester Rabiata! Kann ja angehen hier. So, könnt ihr jetzt dann nochmal laufen? So, dann geh jetzt nochmal trainieren hier und an deine Grenzen gehen. Und Rory, bitte nochmal genau dasselbe. Kann ja angehen hier. Und wenn du dich jetzt nicht benimmst, Fräulein, dann weiß ich ganz genau, wo du hinfliegst. Denn Poops Lorelei dich aus deinem eigenen Fitnessstudio. Hast du das verstanden? Oh, Rory! Ich konnte nicht mal ein Foto machen. Und Dean steht hier jetzt als Drill Instructor. Also erstmal muss ich ja hier mal eben Pause haben. Und wie er an Rory denkt. Oh, mein Herz geht auf. Ist das cute? Ist das mega cute? So. Na, es geht. Runter, dann brauche ich wenigstens den Chibi wieder eingeben. So, davon hätte ich ganz gerne ein Foto. Wir brauchen einen Beweis davon. Unsere GGs, / unsere Gimoggles, treiben Sport. Wie sie hier so schön im Gleichschritt laufen, ne? Wie synchron. Das ist ja der Hammer. Na Rory, da macht Sport doch gleich Spaß, wenn man so ein bisschen flirten kann, ne? Würde ich glatt mitmachen. Einmal mal an euch ist da auch weiter nichts dran. Oha, jetzt will Lorelei das aber wissen. Und Rory auch. Na, nehmt euch mal nicht zu viel vor, ihr Schnuggelt. So, wer fliegt jetzt wieder auf die sonst wohin? Oh, Loki Boy ist auch da. Guckt euch das an. Die trainiert hier. Also Luke, da sehen unsere Mädels besser aus. Und? Oh, oh, ja, ich hab's geschafft, ja. Oh. Gott, ich würde im Fitnessstudio schon längst ein Sauerstoffzelt brauchen. Sumi, bist du nicht ein bisschen overdressed für dein Fitness-Outfit? Also du regst dich auf jeden Fall über Müll auf. Das mache ich auch immer so. Ich mache mir den Fernseher auch immer an, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung, Sumi. Ja, gut, schön, dass wir drüber gesprochen haben. So, herrlich, Mädels. Wie sieht's aus? Woo, Rory! Jetzt kriegst du gleich wieder Motze. Nee, das findet sie jetzt witzigerweise wieder gut. Oh, Rory. Rory ist schon dabei, hier das nächste Fähigkeitenlevel bald aufzubauen. Faszinierend. So, Mädels, bevor ihr, was ihr ja sowieso schon seid, noch ein größerer Strich in der Landschaft werdet, bin ich jetzt erstmal dafür, dass ihr einfach mal zusammen ein bisschen schwimmen geht. Mit allem Mann. Für sowas ist ein Schwimmbad ja auch da. Gönnt euch das mal nach dem Laufen. Geht mal ein paar Runden zischen. Huch, Suki! Ach, Suki, du bist aber auch bombenklasse. Oh! Ach, ihr seid toll, Mädels. Wisst ihr das? Ohne euch wäre das nicht so cool. Und Rory, Rundenschwimmen bitte. Genau wie Lorelei auch. Tut was dafür. Treibt mal noch ein bisschen Sport hier. Immer schön paddeln. Rory Level 6. Auf jeden Fall bringt das euch scheinbar ein bisschen Spaß.
Finde ich gut. Vielleicht kommst du ja somit dann auch langsam mal da raus, Rory. Dann kannst du jetzt auch nochmal schnell zur Toilette gehen und spülen. Und dann darfst du auch nochmal in der Dusche singen, wenn du da gleich durch bist. Wie sieht's denn hier so bei Lorelei aus? Die könnten auch mal eine Dusche vertragen. Ich lasse Rory schon fleißig in der Dusche im Moment singen. Ich weiß gar nicht, welches Level hast du denn jetzt im Singen, Rory, damit das nicht mehr ohrenbetäubenden Ohrenkrebs für uns gibt. Wo haben wir denn hier Singen? Da, Level 2. Na, kein Wunder, dass du definitiv irgendeinen Frosch geknutscht hast, der sich definitiv in deinem Hals versteckt hat. Lorelei geht schon. Ach komm, Rory, dann brech den ganzen Spaß doch mal ab. Du hast heute einen kompletten Fähigkeitenbalken bekommen. Das ist doch großartig. Und EA, wenn ihr doch einen Keller baut, könnt ihr ja mal wenigstens hier eine Wand ziehen. Also das ist ja Fusch am Bau hier, ne? Also so läuft der Hase hier nicht. Kann ja angehen hier. Lorelei, ich suche jemand ganz Bestimmtes. Ist der noch hier? Also hier sehe ich ihn nicht. Ist er hier oben? Sehe ich ihn auch nicht. Naja gut, dann kann ich das jetzt noch nicht machen. So Mädels, Lorelei ist zu müde, um jetzt zu trainieren. Haben wir dir wirklich einen Muskelkater angeeignet? Dann geh doch schon mal nach Hause. Rory kommt auch gleich. Und jetzt hören wir uns das Gejödel mal an. Das ist aber nicht in der Dusche singen. Rory? Aha. Ja, warum auch nicht? Outfit ändern, please. Und nach Hause watscheln. Bitte watscheln Sie jetzt. Gut, in den Kommentaren habe ich auch keine Einwände zu deren Outfit gelesen. Das heißt, ich gehe davon aus, sie gefallen euch auch. Und jetzt sind sie auf jeden Fall für Herbst und Winter auf jeden Fall schon mal gerüstet. Finde ich absolut Weltklasse. Und dann treffen wir uns gleich, würde ich mal behaupten, zu Hause. Gott, warum muss es denn jetzt ausgerechnet hier regnen? Ist es denn hier euer Ernst? Wie soll ich denn hier eine Aufnahme machen? Dann kann ich ja nicht angehen hier. Pinnwand voll. Kann ich jetzt auch nichts zu. Und zwar, du wirst jetzt Max anrufen. Und ihn nach Hause einladen. Rory? Wieso gehst du denn jetzt mal? Nein. Es ist Sonntag. Es ist 10. Du kannst hier erstmal jetzt den Futterautomaten wieder auffüllen. Und unsere Feier, die natürlich hier wieder ganz brav am Feuer liegt. Dann kannst du dir nämlich nochmal die Hunde schnappen und jetzt nochmal 30 Minuten mit den Süßen spazieren gehen. Solange wir jetzt auf unseren Max warten. Der ist auch schon durch die Hintertür sogar gekommen. Vielleicht sollten wir bald mal einen Zaun ziehen. Und Lorelei fühlt sich jetzt halt gerade auch unwohl und wird deshalb jetzt auch mal, weil Max heute jetzt so mal andeutet, so hey, wie wär's mal mit einem, also erstmal sagen die beiden sich hallo. Also das würde ich schon mal gut finden. Lorelei, Nucci Pucci. Sag mal, immer wenn wir intim werden, kommt Richard. Richard! Und dann schüttelt er auch noch mit dem Kopf. Habt ihr das gesehen? So, und jetzt ist es so, dass Lorelei sich so sagt, so, nee. Streitet erstmal über. Und jetzt streiten die so ein bisschen darüber, sodass Lorelei halt immer so Ausflüchte sucht, ihm einen Wohnungsschlüssel zu geben. Und ist total gelangweilt davon. Und jetzt wird sie ihm die kalte Schulter zeigen und ihn nach Hause schicken. Oha. Oha, mit großem Gewitterknall auch noch. Und er scheint auf jeden Fall ziemlich ernst zu sein. Er geht scheinbar schon von alleine. Richard, was möchtest du? So, okay. Ja, Lorelei, einmal please Toilette spülen und ganz wichtig, Zähne putzen. Und dann kannst du Hayabubu machen. Süße Träume wünsche ich dir. Rory, bist du wieder anwesend? Das ist super. Kannst du mal hier schnell mal eben... Geht das? Stopp, langsam, halt, Richard, ich bin noch nicht so schnell. Ha, das geht. Mach doch mal schnell mit Richard ein Foto, bevor er weg ist. Irgendwie ist er jetzt weg, Rory weiß nicht, was sie tun soll. Okay, Rory, ach komm, geh erst ins Bett. Gute Nacht, Rory. Wir sehen uns am nächsten Tag mit den beiden Knödelwödels wieder. Kommst du da überhaupt gerade hin, weil Pixel liegt hier ja mitten im Weg. Kannst du den nicht wecken? Sag mal, Rory, was machst du denn da? Meine Güte, was knallst du die Kühlschranktür so? Ist du... Gib mir ab, was in deinem Kaffee ist. Dann schwebe ich vielleicht mit dir auf demselben Level. Aber was ist denn los? Rory,
Kann man nicht mit seiner Mama zusammen essen? Komm, gefälligst hierher. Rory, Rory, voll uncool. Also ich meine, man kann ja verstehen, dass du gar nicht... Wehe, das ist noch ein bisschen früh. Rory, du wirst das nicht so machen wie deine Mama. Auf gar keinen Fall. Und hier muss irgendwas... Das riecht alles. So, Lorelei, wie schaut? Bist du jetzt wieder besserer Laune? So, dann können wir hier jetzt ja mal eben... Bist du angespannt, das zu tun? Ah! Ja, dann wirst du gleich ein Kraftnickerchen machen. Dann kriegen wir vielleicht ein neues Moodlet. Muss ich die Zeit jetzt wieder einstellen? Nö, ist doch eingestellt. Brave Röri. Schnapp dir die Woggies. Und dann nochmal please 30 Minuten spazieren gehen. Und dann ist es schon wieder Montag. Und Montag heißt, dass du in die Schule gehst. Oh, Lorelei! Halleluja! Willst du mich eigentlich verknüpseln? Meine Herren, bist du ein Phänomen. Und du freust dich noch darüber. Ne? Also ich mach mal, der Blick ist ja jetzt gerade von ihr einmal. Ich so, war ich das? Nein, überhaupt nicht. Hihihi. Ja, wie befreiend. Naja, das kann ich mir vorstellen. Was ist das denn hier schon wieder? Ja, geh mal die Müllfrucht verkaufen. Sie bringen uns immerhin ein Simoleon. Wer den Simoleon nicht ehrt, ist des Moleons nicht wert. Alles verkaufen, bitte. Ach ja, oh Gott, du bist ja auch gar nicht so weit. Garten pflegen und Mega-Verkauf, please. Röri, können wir mal eben kurz mal im Baumodus gehen? Ich würde die lieben gerne verkaufen, die Müllpflanze. Dankeschön. Und du bist ja absolut schlecht drauf. Kannst du noch mal vor der Schule mit unserem süßen Pixel spielen? Röri! Ja! Im Vergleich zu Kano ist er ja ultra verspielt. Obwohl, irgendwie stimmt hier gerade was mit der Animation nicht. Also... Vom Hören her spielt Pixel, aber sehen tun wir hier gerade nichts. Auf jeden Fall hat sie gerade Spaß und muss gleich in die Schule. Unsere Lorelei wird jetzt mal wieder, während Rory dann in der Schule ist, ihr Lokal besuchen. So, dann lass den Spaß aufmachen. Und in der Zeit, während das hier so geöffnet ist, werden wir jetzt in der näheren Umgebung mal ein bisschen Geld mit dir verdienen. Das haben wir ja auch schon ewig nicht gemacht, weil du ja an und für sich mit deiner Malerei recht gut Geld verdienst. Das muss man ja einfach mal so sagen. So, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist auch noch irgendwie hier was gewesen. Da, entdeckt. So, wir werden hier warten und wenn Lorelei dann gleich durch ist mit dem Unfug, hoffe ich ja mal, dass dann schon ein paar Gäste da sind. Es sind auch ein paar Gäste da. Die ersten sitzen hier. Du kannst jetzt schon mal alle begrüßen. Lorelei hat sich gerade ein Glas Wasser geschnappt. Dann wirst du auf jeden Fall auch nochmal die Mia loben und die Mariko loben. Ich habe es wieder versucht, unsere Suki hier ranzubekommen. Es funktioniert einfach nicht und es macht mich so unsagbar traurig. Es ist 10 Uhr und Rory ist hier. Rory, ich glaube das nicht. Kannst du bitte zur Schule gehen? Rory, zur Schule gehen. Aber ganz schnell, Fräulein. So, danke. Hallo, Lorelei. Waren wir hier schon Hallo sagen? Wir grüßen. Miss Geizig Ward mal wieder im Abendkleid. Irgendwie ist das hier voll der Star-Treff, aber ich glaube, das habe ich auch so eingestellt. Aber das ist ja auch gut für uns und unser Lokal. Ich meine, wir sind mittlerweile schon bei 4 Sterne. Bisher haben wir auch einen Speiseumsatz von 27. Ich bin mal gespannt, was dann wieder heute Abend dabei herauskommt. Und zeige euch den ganzen Spaß heute mal per Speedbild-Funktion, was hier so abgeht. Wir werden jetzt unser Lokal für heute schließen. Und wir haben Miese gemacht.
Unfassbar. Können wir das nochmal kurz öffnen? Ich würde gerne Vorteilspunkte einlösen. Danke. So, und ich habe mir jetzt überlegt, wir werden jetzt Zutatenrabatt gering haben wir ja. Auf Zutatenrabatt hoch würde ich jetzt gerne sparen. Da werde ich jetzt die nächste Zeit nochmal dran arbeiten, bevor jetzt nochmal das große Dragonfly kommt. Ich hoffe, die Sachen sind dann nicht weg. Und jetzt wird unsere Lorelei nach Hause gehen. Und unsere beiden süßen Gilmore-Girls sind gerade dabei, einen netten Film noch zu gucken. Die Rechnungen sind auch eingetrudelt. Wir haben schon wieder 7000. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Wir haben ja jetzt auch schon die Lichter auf automatisch gestellt. Dann geh jetzt nochmal bitte die Rechnung bezahlen, liebe Lorelei. Weil, wie ihr sehen könnt, wir haben hier hinten ja schon ein Windrad. Wir haben hier oben, muss man eben groß machen, schon die Solarpanels haben wir hier oben auf dem Dach auch schon. Und wir haben ja auch unsere Wassertrichter hier. Wenn ich jetzt ja so auf unsere Rechnungsinfo gucke, erhalten wir ja hier auf jeden Fall schon mal minus 1 für Strom. Also sie funktionieren ja auf jeden Fall auch. Wenn ihr noch gute Tipps für mich habt im Sinne von, was wir jetzt noch vielleicht tun könnten. Ich werde im Moment jetzt erstmal noch nichts machen. Aber vielleicht habt ihr ja noch mal gute Tipps für mich, was wir für die Rechnung auf jeden Fall tun können. Wie gesagt, die Lichter stehen mittlerweile auf automatisch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und Feuer im Herzen.